Ja, herzlich willkommen bei Bodle Pilgrim, dem zweiten Kapitel, die kleine Meerjungfrau. Sind wir mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Viel Spaß! Okay, ich gehe mal hier lang. Okay, es regnet. Muss aber sonst sieht ganz okay aus. Ist gut gemacht. Aber bei Gewitter zwischen Bäumen laufen, schon ein bisschen riskant, die ganze Geschichte. Aber Respekt für den relativ noch kleinen Anbieter dieses Spiels, den Produzenten. Sagt in Kapitel 1 und Somehow, 2 teaching bis jetzt children of Boning keinerlei High School age had done Grafikfehler oder little to Bugs. prepare me for the task of raising a child Irgendwie hat not mich das many years younger. Unterrichten von Oberschülern She kaum still auf had die Aufgabe voice at her vorbereitet, age, ein so rather viel than jüngeres stance Kind that zu I taught. erziehen. Sie I'm hatte in being diesem a Alter noch hard so eine worker. Unschuld, während Well, die the Cracker, die ich students that I unterrichtete, taught were in the process natürlich of bin ich growing etwas up barsch. very quickly. Aber nun I'm a ja, little die too hard on Studenten, die ich myself, but unterrichtete, wurden I ziemlich schnell sincerely hope that erwachsen. my Emily Es will ist zu be schnell quite so beeinigen. precocious Ich by the hoffte time sehr, she is dass meine that Emily age. nicht ganz so früh reif wird. Ja, ich glaube, das hoffen alle Eltern. Und trotzdem tritt es immer wieder viel zu früh ein. Hätte er jetzt mal einen Schirm mitnehmen können bei dem Regen? Aber nein. Wozu? Die nächste Krippe ist seine. Ich frage mich, ob das noch der gleiche Wald ist vom ersten Level. Oder ob wir jetzt wirklich in einer komplett anderen Gegend sind. Ist momentan schwer zu erkennen. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt das Ziel? Mehr Jungfrauen? Das wären zumindest die ersten, ich sage mal, etwas menschlichen Gestalten, die wir hier in dem Spiel sehen würden. Denn bis jetzt war ja gar nicht zu sehen. Außer ein paar Tieren. Gab es ja bis jetzt ansonsten keine einzige menschliche Gestalt, die man erblicken konnte. Bums. Schon kurios, warum man muss aber dem Wetter denn draußen hier rumlaufen? In der Gegend. Hier gibt es doch nichts. Sackgasse. Okay, also ich hätte andere Hobbys, als jetzt bei dem Wetter da lang zu gehen. Aber jedem das seine. Genau. Ich würde mich erstmal unterstellen, aber hier gibt es nichts. Außer Bäume, aber das wäre, glaube ich, zu riskant. Wir müssen ja nichts riskieren. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas passieren würde. Was haben wir denn davon?
Häuser? Ja, ich glaube, das ist eine Siedlung. Aber ich wette mit euch, hier ist wieder kein Mensch weit und breit, außer wir. Könnte ich mir verdammt gut vorstellen. Erstmal ins Trockene. Okay, hier gibt es erstmal nichts zu holen. Was haben wir hier Schönes? Was mag das sein? Will auch nicht, dann ab in die nächste Hütte. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas. Ha! Ha! Ein Regenschirm mit Trillerpfeife. Ganz wichtig. Okay. Jetzt, wenn wir klitschnass sind, kriegt man noch einen Regenschirm. Auch nicht schlecht. Spannen wir wenigstens auf. Nein. Er ist hart im Nehmen. Wo führt uns denn die Reise hin? Zwei kleine Meerjungfrauen. Bin ich ja gespannt, ob wir jetzt einen Dieb finden. Zumindest sind die Level ja schon mal richtig abwechslungsreich. Finde ich ja gar nicht mal schlecht. Okay, hier fängt schon an zu überschwemmen. Dann nichts wie weg. Ja. Es geht fast schon kalt, nasse Füße. Dann würde ich sagen, wir gehen gleich vor zur nächsten Brücke. War auch hier gleich irgendwo, ach, hier vorne. Oder gehen wir ins Wasser? Nein, lieber nicht. Ist die sogar schon unter Wasser oder sieht es gerade so aus? Ne, sieht so aus. Also hätte man ein Boot, wäre man glaube ich schneller. Vorne ist ein Mausanfall. Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Da lang? Ne, ich glaube hier lang. Ab durch die Nässe. Enjoyed taking my daughter on Ich nahm meine Tochter gern mit auf Ausflüge, weit entfernt von der Stadt. Ich wollte nicht, dass sie nichts außer Schule und Straße kennt, aus denen ja schon mein Leben zu bestehen schien.
Ich fand, sie sollte ab und zu mal etwas Natur atmen, sich an der frischen Luft erfreuen. Ein wohlerzogenes Kind ist eine Sache, aber ihm wirkliche Kinder zu verweigern, eine ganz andere. Wir beide mochten wohl vor allem den Strand. Ja, da bin ich dafür. Strand bin ich sofort dabei. Aber nicht bei solchem Wetter. Ach, guck mal einen an. Die nächste Hütte. Ich frage mich, für was braucht man so viele Hütten, wenn nirgendwo ein Mensch ist? Ist sie eigentlich auch umsonst gebaut? Hast du noch irgendwas? Nee. Dann halt nicht. Gibt's da noch? Da bestimmt dann. Gibt's hier noch irgendwas? Wieder Regenschirm? Nein. Naja. Ich sag mal, wasserfest ist was anderes. Und das Wetter wird nicht besser. Aber egal, sind eh schon nass. Von dem her. Ha! Guck mal, da leuchtet noch ein Schirm. Oder etwas in der Art. Ich glaube, es ist noch ein Schirm. Zwei Schirme und kein Spann darauf. Ja, wenn er meint. Einfach mal hier lang gehen. Oder bin ich gerade von hier gekommen? Kam ich gerade von hier? Ich bin gerade überfragt. Aber ich glaube, ich bin von hier gerade gekommen. Werden wir gleich haben. Lass mal kurz reingucken. Tatsache. Ach, super. Der Weg war umsonst. Sorry, Leute, war keine Absicht. Bisschen schwer zu sehen, wo es gerade lang geht. Aber ich bleibe jetzt mal auf dem breiten Weg. Obwohl, ich glaube, jetzt auch nicht weiter. Ich glaube, irgendwo müssen wir jetzt abbiegen. Die Frage ist nur, wo lang? Denn da ging es doch, glaube ich, nicht weiter. Oder ging es hier vorbei? Ich glaube nicht. Nein. Okay, jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder zurücklaufe. Also können wir hier, glaube ich, nach links versuchen durchzukommen oder hier nach rechts. Geht es denn hier auch weiter?
Oder ist hier wieder eine Sackgasse? Ne, geht's weiter. Okay. Wir sind wieder auf dem richtigen Weg, denke ich mal ganz stark. Okay. Also wir können jetzt natürlich geradeaus gehen. Aber wir gucken mal, was es hier noch gibt. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Interessantes zu entdecken. Ist ja manchmal dumm in solchen Spielen. Scheint es nicht zu geben. Außer die zwei Türme hier oben. Die zwei Hochsitze. Oder Ausgucks, wie auch immer. Hey. Was haben wir denn hier? Das ist wieder der Fluss. Okay. Ah, also wäre es egal, wo wir lang gegangen wären. Io. Wo kommen wir denn jetzt hin? Okay, links und rechts der Fluss. Emily loved the water. In Emily liebte another das life, I Wasser. believe she Ich could easily glaube, have in been a einem anderen fish. Leben hätte sie auch ein Fisch sein Sometimes I können. even called her my little Manchmal nannte ich mermaid. sie auch meine kleine She loved Meerjungfrau. the sand too Sie and mochte liked auch to den build Sand und things. baute gern Sachen damit. One day Eines I Tages helped her half make ich a ihr, fairy ein tale Leichenschloss zu castle and bauen und cast gab her, ihr, only in her natürlich nur mind, in of ihrem course, Sinn, as a die Rolle kind of einer Meerjungfrau. mermaid Rapunzel, Rapunzel, trapped in a gefangen in einem tower Turm far weit unter beneath the dem Meer, water, her wo ihr long Haare hair mit der flowing Strömung der in the Wellen currents walten. of the waves. Okay, das meint also mit Meerjungfrau. Das heißt also, wir werden wieder niemanden finden hier unterwegs. Naja, dann also nur eine Regenwanderung. Ein schöner Turm. Sonst ist nichts zu erkennen bei dem Sauwetter. Los, Bungee Jumping. Na dann nicht. Hey, dann halt nicht. Der läuft echt langsam, dann echt die Arschruhe weg. Es ist Wahnsinn. Kommt man dahin? Ja, könnte man.
aber bringt nichts. Für diejenigen, die die vorgehenden Level noch nicht gesehen haben, unser guter Avatar, oder wie auch immer man ihn nennen mag, der Erzähler der Geschichte, klettert einfach keine Leitern. Er mag es nicht. Okay, gehen wir hier lang. Ist durchgekommen, wie gesprungen, wo es lang geht. Also ich glaube, nach der Tour bräuchte ich dann einen heißen Glühwein. So nass und durchgefroren, wie der jetzt sein muss. Would you be my prince and come to Willst save du mein me, Prinz Daddy? sein und kommst mich She retten, asked. Papi? Fragte No, sie. sweetie, Nein, that will be Süße, another das man. wird ein anderer Mann We just tun. don't know who Wir yet, wissen nur noch nicht but wer. one day your Aber prince will eines come. Tages wird dein Prinz kommen. I further hope to myself and Außerdem firmly hope hoffte to ich myself that the man nur in in mir, question wouldn't dass der merely treffende break her Mann nicht heart. einfach nur ihr Herz I brechen wish würde. nothing more for Ich her wünsche than to nichts find her mehr, als dass sie ihr happily ever glücklich bis ans after, Ende but to fände, lose so many was so vielen others. anderen verwehrt blieb. Ich glaube, das hofft wirklich jeder von uns oder hat jeder von uns gehofft. Aber die Chancen, dass dies eintritt, sind nun mal genauso gering wie ein Sechser im Lotto. Na, wenigstens mal wieder in der Hütte. Mitten im Nirgendwo. Ich habe immer bei dem Spiel irgendwie das Gefühl, gleich kommt irgendeine Schreckszene. Irgendwo springt gleich einer ins Bild. Oder irgendwas passiert, aber bis jetzt ist echt noch gar nichts passiert. Total kurios. Ganz wichtig. LKW-Reifen. In der Wildnis unverzichtbar. LKW-Reifen. Ah, unsere Schweine sind auch wieder da. Aber renne ich erst nee, nicht erst hin. Die hauen sowieso ab vor uns. Die mögen uns nicht wirklich. Was davon? Dann wird, glaube ich, ne? Ja. Mal wieder eine Hütte. Ich glaube, das ist doch wieder ein Scheißhaus. Und exakt, es ist eins. Wenn jemand muss, jetzt bitte schnell gehen und weiter geht's. Dass ich jetzt nicht falsch laufe. Ne, da sind die Schweine, also geht's hier lang. Ist manchmal ein bisschen blöd zu sehen durch den Regen und die bisschen düsige Sicht. Ist manchmal ein bisschen schwer zu sehen, wo es lang geht. Sieht aus wie ein totes Krokodil hier oben, oder? Aber es sind nur Steine. Aber die Form war schon ein bisschen ähnlich. Und wo geht's jetzt hin?
wieder eine Hütte. For a brief time, when Emily was Für kurze Zeit, als Emily 7 Jahre alt war, schaffte ich es, mich auf eine andere Frau einzulassen. Für ganze 6 Monate. Eine Lehrerin in der gleichen Oberschule. Als das endete, versuchten wir uns unser Bestes, wieder nur Freunde und Kollegen zu sein. Aber es dauerte nicht lange, bis diese Frau sich Arbeit an einer anderen Schule suchte. Ich habe nie erfahren, ob ich der Hauptgrund für den Wechsel war. Aber es war sicherlich das Beste so. Sie hat Emily nur einmal getroffen. Ich glaube, Emily mochte sie nicht sehr. Ja, es war wohl das Beste so. Na gut, wenn man die Tochter nur einmal in 6 Monaten sieht, ist das natürlich nicht gerade optimal. Sie klang auch nicht wirklich nach einer sehr guten Beziehung. Von dem her würde ich sagen, hat er alles richtig gemacht. Juhu! Endlich mal wieder eine Hütte! Mitten im Nirgendwo. Und gibt es hier irgendwas toll? Ja, ein Schirmchen. Mal wieder ein Schirmchen. Ganz wichtig am Schirmchen. Die Trillerpfeife. Für was auch immer. Und was kommt jetzt als nächstes? Wieder eine Hütte? Oder vielleicht eine Brücke? Aber ich vermute mal eher eine Hütte. Mit nichts drin, was brauchbar wäre. Aber ich muss sagen, der hat eine ganz schöne Ausdauer bei dem Regen durch diese endlosen Weiten zu gehen. Das ist schon Respekt. Oder man hat ja keine anderen Hobbys. Ja, ich glaube wirklich in diesem Spiel langsam, der Weg ist das Ziel. Mehr als der Weg und die Geschichten dazwischen. Ich glaube, mehr wird hier nicht passieren. Ich meine, ich finde es ja gut gemacht. Die Geschichte, aber meine Meinung, wir laufen echt zu viel und er erzählt zu wenig. Das wäre wirklich so meine Ansicht. Was denkt ihr drüber? Teilt ihr meine Meinung oder sagt, ist so genau in Ordnung? Oder wünscht ihr euch vielleicht sogar noch länger zu laufen und noch weniger Gespräche? Könnt ihr gerne mal eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen. Ich würde mich echt freuen. Oh, meine große Hütte. Was leuchtet da hinten? Geht's da überhaupt weiter? Ja. Aber wenn es denn so schön leuchtet. Was ist denn dann da?
Ich muss bloß noch einen Weg hier reinfinden. Das leuchtet echt krass. Ich gehe mal gucken, was da hinten los ist. Nein! Traktorreifen! Und bitte hab Batterien. Nein, natürlich keine Batterien. Und diesmal liegen auch keine auf dem Fass. Ah, in der Wanne. Los. Hinterm Reifen. In der Wanne. Nein. Verdammt. Die waren erst einfach versteckt. Im ersten Level waren die besser. Da lagen sie auf der Tonne in der Ecke. Aber diesmal müssen wir wohl, glaube ich, echt suchen. Wo diese blöden Batterien rumliegen. Ich gehe das mal hin, was das ist. Sieht schon heftig aus. Okay, gehe ich einfach hier rein. Okay. Da gibt es also kein Reinkommen. Schade eigentlich. Aber okay. Dann suchen wir halt die Batterien. Ah, toll. Alles grün in grün. Batterien sind auch grün. Leute, das ist echt eine super Idee. Grüne Batterien im Grün zu suchen. Hier runter geht auch nicht. Bücken kann er sich auch nicht. Wo sind die Batterien? Hier oben lang, aber auch keine. Irgendwo versteckt. Oder? Ich bin hier irgendwo euch leuchten. Nein. Sehr mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. Nee, auch echte Batterien. Vielleicht müssen wir auch schon mal weitergehen, dass die irgendwo da hinten auftauchen, auf dem Weg. Das ist echt eine gute Frage. Wo hat jemand die Batterien hingeschleppt? Vielleicht haben wir Glück, wenn wir die Batterien gefunden haben, dass hinten bei dem komischen Licht, den hellen, dass dort irgendwo ein Weg freigemacht wird für uns. Aber sonst weiß ich echt momentan nicht. Wie wir weiterkommen sollen. Ich hoffe, dass jetzt irgendwo eine Hütte kommt und in der Hütte die Batterien liegen. Aber bitte nicht so weit laufen bis dahin. Wäre sehr liebenswürdig. Na, da ist schon die Hütte. Und wieder Traktorreifen. Aber bitte, bitte, bitte lasst hier die Batterien sein. Okay, geht schon mal nicht weiter. Also wenn wir Glück haben, dann hier. Bäm, da sind sie. Wer sagt's denn? No. Ah, genau, geh auf den Schirm. Also wieder ab in die Hütte. Und dann ist bestimmt dann dort rein, wo es jetzt so hell geleuchtet hat. Oder es macht dort hinten den Weg für uns auf. Das kann natürlich auch sein. Gleich sind wir schlauer.
Na. Ob wir jetzt wieder unsere Frau hören, wie im ersten Kapitel? Aber ich vermute es fast. Dann wird es wieder eine Geistererscheinung geben, die wird uns den Weg zeigen, wie es weitergeht. Denke ich mal ganz stark. Und ich vermute mal, da hinten wird es zum Rausgehen. Naja, mal gucken. Ich weiß, dass du hast immer nur das Beste für Emily gewollt. Und für mich, als ich noch lebte. Du warst ein guter Ehemann und ein guter Vater. Niemand ist perfekt. Sprach die Stimme aus dem Geisterreich. So, und jetzt wieder Geistererscheinung? Ja. Okay, wie ich es schon fast dachte. Ah. Okay, das Kapitel ist geschafft, wie es aussieht. Ja. Dann das nächste Zwischenspiel. Und das, Freunde, das gucken wir und nehme ich morgen weiter auf. Dann zocke ich morgen weiter. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Stunden bis dahin. Habt eine gute Zeit. Oh, das sieht dann interessant aus. Also da freue ich mich dann morgen. Also habt eine gute Zeit und bis morgen. Tschüss zusammen.